Kapitel 6. Mit einem warmen Windstoß, der den einen oder anderen Hut hinwegfegte, landeten der alte Mann und Mr. Smith im Gang der Stained Glass Church of Many Colors, einem erstaunlichen, ausschließlich aus transparenten Bibelszenen bestehenden Gebäude, das von einer modernen, zeltähnlichen Struktur zusammengehalten wurde. Die gleißende südliche Sonne brachte die Blau-, Rot- und Beige-Töne in all ihrer ursprünglichen Intensität zur Geltung. Männer in grünen Smokings und Frauen in altmodisch rosa Partykleidern bildeten einen Chor, der in synkopierter Harmonie gelegentlich eine Hymne oder einen religiösen Jingle sang, wobei sie rhythmisch mit den Fingern schnippten oder die Knie bogen. Reverend Henchman, der stark schwitzende Prediger, befand sich auf der Bühne genau dort, wo er vor dem Werbespot gestanden hatte. Doch nach der Großaufnahme auf dem Fernsehbildschirm wirkte er beinahe erbärmlich klein. Nur auf den überall hängenden Fernsehmonitoren sah man jede einzelne Schweißperle. »Ich unterbreche meine Predigt, damit unser großartiger Chor das Lied singen kann, das ich mit eigenen Händen schrieb, inspiriert von, na, ihr wisst schon von wem.« Ein gewaltiges, zustimmendes Gebrüll. Es handelte sich offenbar um einen konditionierten Reflex, ein Signal für Hallelujahs, so ist es und ganz gewiss Rufe, begleitet von einem beständigen Blinzeln auf Henchmans Gesicht, das, einem Schwarm verschreckter Insekten gleich, Schweißtropfen von seiner Stirn aufstieben ließ. Anlässlich der Geburt unseres zweiten Sohnes, als Lionel Henchman zur Welt kam. Hier auf dem Universitätsgelände wurde die Musik von Charlene Henchman komponiert. Das nächste Gebrüll, während eine großgewachsene, flachbrüstige Dame mit einer Tastatur großer Zähne und einer hoch aufgetürmten Frisur wie Zuckerwatte auf dem Monitor »Gelobt sei der Herr« nuschelte, wobei ihre stromlinienförmige Brille mit Schmetterlingsgestell die vielfarbigen Steinwerfer widerspiegelte. Sie diktierte das Stück noch von ihrem Wochenbett aus, indem sie es unserem wunderbaren Arrangeur und Hausorganisten Digby's Tattles ins Ohr summte. »Mach ein Diener, Digby!« Ein aus dem Nichts auftauchender Orgel schob sich mitsamt einem Mann im weißen, paillettenbesetzten Bolero in das Blickfeld. Der an den Tasten sitzende spielte ein süßliches Orgelsolo, wobei er sich auf einem Sitz so weit wie möglich umdrehte, um den erwarteten Beifall zu erwidern. Die Noten zitterten wie Wackelpudding, während die falschen Orgelpfeifen, die aus einem plexiglasähnlichen Material bestanden und zu religiösen Symbolen geformten röhrenförmigen Glühlampen enthielten, beispielsweise Kreuze, Sterne und stilisierte Hände, zwei wie zum Segnen erhobene Finger, außerdem Dornen, Kronen und Heiligenscheine, in einer computergesteuerten Orgie von Pastelltönen endlos die Farben wechselten. »Vorgetragen wird das Lied von unserem gemischten Chor, der Church of Many Colors. Jawohl, Leute, begrüßt sie mit Beifall!« Henchman tobte, als die Orgel mit höchster Lautstärke spielte. »Diese Gemeinde besteht nicht auf Stille. Womit? Womit bringt man Stille am häufigsten in Verbindung? Mit dem Grab. Genau. Dies ist eine Gemeinde der Begeisterung, des Lebens, ja, des Humors.« Er lachte atemlos. »Dies ist eine Gemeinde des Humors. Gott hat Humor verflixt, den muss er haben, wenn man nach den Kreaturen geht, mit denen er seine grüne Erde geschmückt hat. Das Nilpferd. Schon mal eins gesehen?« »Ja!« »Nun, wer sich ein Nilpferd ausgedacht hat, der muss einfach Humor haben, versteht ihr? Versteht ihr mich?« An dieser Stelle warf Henchman einen Blick auf Charlene, der ihr Lächeln gründlich vergangen war. »Doch ich schweife ab«, fuhr er ernst fort. »Okay, Leute, Charlenes Lied.« Das Lächeln war wieder da. »Reicht euch eure kleinen Hände im Gebet, und ich möchte, dass ihr alle den Refrain mitsingt, der lautet »Hände im Gebet, Hände im Gebet, Hände im Gebet«. Nur dreimal wiederholt, alles klar? Los geht's, Digby!« Als das Kirchenlied begann, erhoben sich einige Mitglieder der Gemeinde, vom Geist des Teilens ergriffen, um Mr. Smith und dem alten Mann Platz zu machen. Mr. Smith setzte sich bereitwillig direkt auf eine Zeitung, die sein Vorgänger liegen gelassen hatte. Der alte Mann ließ sich mit Schwierigkeiten auf der Bank nieder, da der von Mr. Smith übriggelassene Platz für seinen massigen Körper kaum ausreichte. Mr. Smith erhob sich ein wenig und zog die Zeitung unter sich weg. Die Schlagzeile erregte umgehend seine Aufmerksamkeit. »Evangelist Henchman hat 6 Millionen $ Klage von Ex-Tripperin am Hals.« Offenbar hatte Linda Capucci vor einem Jahr in dem Chor gesungen, nachdem sie Reverend Henchmans Aufmerksamkeit in einem Nachtclub in Baton Rouge erregt hatte, wo ihre Hauptaufgabe darin bestand, mit an ihren Brustwarzen hängenden Troddeln zu wackeln. Dieser Aufgabe entledigte sie sich mit einer solchen Hingabe und solchem Eifer, dass der Reverend mit sicherem Blick hervorragendes neues Material für den musikalischen Teil seiner Gemeindearbeit erkannte. Sie wurde laut Zeitung umgehend initiiert und fand gleichzeitig zu Jesus und zu Reverend Henchman. Was seltsam war, wie der Journalist ein wenig maliziös bemerkte,
Auf den Tag genau 9 Monate nach ihrer Wiedergeburt gab Miss Capucci ihre Kenntnisse dieser Wunder an eine lockige Tochter namens Josie weiter. Gewicht 3 Kilogramm, blaue Augen, besondere Kennzeichen, die Tendenz zu übermäßiger Schweißabsonderung sowie eine Neigung zum Brüllen. Daraus ergab sich beinahe automatisch, dass der Großanwalt Sharkey Pulls, der in den Mülleimern der Gesellschaft ständig nach Fällen herumstöberte, $6 Millionen für das angemessene Ziel einer Vaterschaftsklage hielt. Fragen Sie gar nicht erst, was gerecht oder ungerecht ist, erklärte er telefonisch aus seinem Büro in Portland, Oregon. Fragen Sie bloß, ob es sich dieser Schlingel leisten kann. Und falls es zufällig aus den Taschen der Wiedergeborenen kommt, dann tut mir das wirklich leid. Mir haben Sie es zu verdanken, dass Sie nun aus Schaden klug werden. Mr. Smith stupste den alten Mann in die Seite, der an der Zeitung kein Interesse hatte. Das einfältige Liedchen gefiel ihm recht gut, und immer wieder, wenn »Hände im Gebet« an der Reihe war, stimmte er in die überlauten Orgeltöne ein. Was Kirchenmusik betraf, fand der alte Mann Bach ziemlich beängstigend mit seiner scharfen Logik und seinem außerordentlichen Einfallsreichtum, was in aller Klarheit eine hingebungsvolle Versklavung verlangte. Händel kam dem alten Mann extravaganter, theatralischer vor und ließ ihn vermuten, dass sein Übermaß begnadeter Noten unweigerlich in einen Stand der Gnade ermündete. Diese Sorte Kinderliedmelodie, so makellos wie Pudding, beleidigte nichts außer der Intelligenz und gab dem Reverend Gelegenheit, seine Stirn mit ein paar Badetüchern zu trocknen. Als die jungen Erwachsenen ihren Lobgesang der infantilen Frömmigkeit mit einer säuerlichen Schlussnote beendet hatten, trat der inzwischen trockene und mit Pomade eingeriebene Reverend zur nächsten Runde des guten Kampfes aus seiner Ecke, während sich seine Sekundanten mit ihren Kämmen, Bürsten und Handtüchern die Kulisse verzogen. »Ich bin fertig mit Satan«, verkündete Henchman vergnügt. In der Kirche kam Begeisterung auf. »Wisst ihr, wohin Satan von mir aus gehen kann? Er kann sich dorthin begeben, wo er sich niedergelassen hat. An dem Wort, das ich jetzt benutzen werde, ist nichts Anstößiges. Es umschreibt lediglich eine Geisteshaltung. Satan kann zur Hölle fahren!« Große Aufregung, während Satan versuchte, sich aufzurappeln. Mit übermenschlicher Kraft hielt ihn der alte Mann zurück. »Sei doch kein Narr«, zischte der alte Mann. »Wenn du unbedingt die Beherrschung verlieren willst, muss es einfach bessere Gelegenheiten als diese geben.« Mr. Smith wedelte mit der Zeitung vor dem Gesicht des alten Mannes herum, und der begriff, dass ihre Lektüre der Preis für Mr. Smiths gutes Benehmen war. In diesem Moment ließ die Spannung nach. Reverend Henchman entspannte sich. Das Publikum begann zu brabbeln. »Okay, Leute, ganz locker. Wir haben eine Werbeeinblendung«, rief der Aufnahmeleiter. »Was ist los?«, fragte der alte Mann, der versuchte, den Zeitungsartikel zu lesen. Mr. Smith kicherte. »Dieser amerikanische Traum wurde soeben von der Botschaft seines Sponsors unterbrochen.« »Soll das heißen, Sie unterbrechen Gottesdienste und senden Werbung?« »Ja, alle paar Minuten dürfen die Geldwechsler wieder in den Tempel, um ihre Waren zu verkaufen.« »Diese Praxis kann ich unmöglich gutheißen. Ich muss schon sagen, das ist ein erstaunlicher Artikel. Reverend Henchman scheint ungewöhnlich empfänglich für weibliche Schönheit zu sein.« »Ja, du hast seine Frau gesehen. Man kann ihn beinahe verstehen.« »Ich möchte nicht unfreundlich sein, aber ich muss schon sagen, dass sie eher wie eine der Tanten von Mutter Natur aussah.« »Was meinst du damit?« »Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich hätte das meiste von dem nicht sagen sollen, was ich seit unserem erneuten Zusammentreffen gesagt habe.« Zwischen ihnen kam Herzlichkeit auf. »Achtung«, schrie der Aufnahmeleiter, »die Übertragung wird in 30 Sekunden fortgesetzt. Jetzt ist eine andächtige Atmosphäre angesagt, Leute. Das ist das letzte Segment vor den Glaubensheilungen. Jeder Kranke unter euch, der sich bei mir oder einem meiner Assistenten vor der Sendung gemeldet hat, bereitet sich jetzt darauf vor, wie geplant, Aufstellung zu nehmen. 10 Sekunden. Wir wollen für eine tolle Show sorgen, Leute, und haltet euch beim Beifall bloß nicht zurück. Joey, los geht's.« Henchman kehrte zu dem nüchternen Vortragsstil zurück, den Tälern seiner emotionalen Landschaft. »Leute, einige unter euch glauben vielleicht, ich sei mit dem Teufel ein wenig lässig umgesprungen.« »Das glaube ich allerdings«, rief Mr. Smith mit möglichst beißender Stimme. Einen Moment lang wirkte Henchman überrascht. »Tut mir leid, das zu hören, Sir.« Und er holte weiter aus, um das Publikum zu beteiligen. »Hier ist ein Herr der Meinung, ich sei mit dem Teufel ein wenig lässig umgesprungen.« Es gab entrüstete Rufe von »Absolut nicht! Zur Hölle mit Satan! Weiche von mir!« und so weiter. Nachsichtig streckte der Reverend eine Hand aus, damit Ruhe einkehrte. »Aus einem Grund möchte ich nicht länger bei Satan, diesem alten Schlingel, verweilen. Seht ihr, er könnte gerade jetzt in der Kirche sein, auch wenn ich euch sagen muss, dass ich ihn neulich ganz deutlich sah, und heute ist keiner hier, auf den diese Beschreibung zuträfe. Aber«, und seine Stimme wurde lauter und zitterte, »jemand ist anwesend, den man nicht identifizieren muss. Man spürt es einfach in seinem Sünderherz. Mein Freund, Gott, ist heute Abend hier.« »Hast du das gehört?«, flüsterte der alte Mann. »Er spricht von Gott. Dich meint er nicht«, blödelte Mr. Smith boshaft. »Gott ist heute Abend hier. Dies ist sein Haus.
Dies sind seine Buntglasmauern, sein Heimkino umgibt uns, wir seine sündigen Kinder. Er wohnt hier unter uns, hier in unseren Herzen und Hirn. Und lasst mich euch eins verraten, Leute, wenn er sich entschließen würde, heute hier unter uns zu erscheinen, ganz gleich in welcher Verkleidung aufzutauchen, wenn er in seiner unendlichen Weisheit dies beschlösse, ich würde ihn sofort erkennen und ich würde sagen, um euretwillen, o Herr, wir begrüßen dich in aller Einfalt, in heiliger Scheu vor deiner Majestät. In die Windeln deiner Liebe gewickelt, in die Wärme deiner Liebe gehüllt und im Namen der Gemeinde dieser geweihten Church of Many Colors auf dem Campus der University of the Soul in Henchman City, Arkansas, mit ihrem Radio- und Fernsehübertragung in mehr als 100 Ländern. Wir begrüßen dich mit den herrlichsten Worten in unserer Sprache, Herr. Willkommen zu Hause. Es gab stürmische Ovationen und dem Reverend stiegen erneut Tränen in die Augen. Er war von seinen eigenen Gefühlen und der Schönheit seiner Worte gerührt. Der alte Mann erhob sich und wollte auf die Bühne steigen. Ein Ordner hielt ihn auf. »Sie können da nicht rauf, Opa. Heilung ist erst danach dran.« »Man hat mich erkannt«, sagte der alte Mann. »Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, Jerry?« fragte Henchman. Er mochte nicht glauben, dass ein alter Mann in wallender Kleidung eine Bedrohung darstellen oder das Programm unterbrechen konnte. Im Gegenteil. Henchman spürt im Bauch, ein alter Mann mit einem Gesichtsausdruck von solch kindlicher Offenheit könnte sogar dazu beitragen, die Illusion alles durchdringender Heiligkeit aufrechtzuerhalten. »Du hast mich erkannt«, rief der alte Mann mit ungeheuer machtvoller Stimme. »Und ich bin tief gerührt.« Zu Hause in West Virginia kippte Contrant B. Harrison, stellvertretender Direktor des FBI und ein Fan Reverend Henchmans, seinen Cocktail um, als der alte Mann auf dem Bildschirm erschien. »Das ist der Mistkerl«, rief er der verdutzten Mrs. Harrison zu. »Wer?« »Schalt rasch den Videorekorder ein, Schatz. Neue Kassette, ich muss Gunella anrufen. Erinnerst du dich an die Phantomzeichnung, die ich dir gezeigt habe?« »Gott?« »Genau, das ist er. Arkansas. Hallo, Mrs. Gunella? Ist kaum ein Zuhause. Es ist dringend.« In der Kirche forderte Henchman, als erfahrener Fernsehstar, seine Intuition gehorchend, den alten Mann auf die Bühne zu betreten. »Nur keine Angst«, rief er freundlich, in dem Glauben, so ein alter Mann könnte zu Recht eingeschüchtert sein. »Warum sollte ich Angst haben, wo du mich so freundlich begrüßt hast?« rief der alte Mann mit einer Stimme, die nicht nur die Kirche erfüllte, sondern auch noch für ihr eigenes Echo sorgte. »Gebt ihm ein Mikro«, sagte der Reverend. »Er braucht kein Mikro«, widersprach der eingeschüchterte Tontechniker. »Ich habe Sie freundlich begrüßt. Wer sind Sie, alter Mann?« »Ich bin erst seit ein paar Tagen wieder auf Erden. Du bist der erste Mensch, der in der Öffentlichkeit meine Identität erkennt. Und dazu gratuliere ich dir. Ich bin Gott.« Der Reverend wirkte verzweifelt. Er hatte sich verrechnet. Hätte der alte Mann sich als Ellsworth W. Tidmarsh aus Boulder City, 95 Jahre alt, zu erkennen gegeben, hätte das Haus getobt. Aber Gott war die letzte Konkurrenz, die er brauchte. Außerdem konnte man Gott nicht fragen, ob er sich regelmäßig die Joey Henchman Show ansehe. »Alter Mann, ist Ihnen klar, dass Sie sich der Blasphemie schuldig gemacht haben?« »Nun verdirb nicht alles«, sagte der alte Mann gequält. »Du hast so gut angefangen.« »Soll ich Ihnen verraten, woher ich weiß, dass Sie nicht Gott sind?« »Das kannst du gar nicht wissen«, rief der alte Mann. »Du hast selbst gesagt, ganz gleich, in welcher Verkleidung ich auftauchen würde.« »Das stimmt, Sie haben recht. Das sagte ich tatsächlich, in diesen Worten. Ich würde Gott willkommen heißen, ganz gleich, in welcher Verkleidung er auftaucht. Schließlich habe ich Gott im Gegensatz zu Satan nie gesehen. Er könnte hier in irgendeiner Gestalt erscheinen, und auch wenn ich seinen geheiligten Geist erkennen würde, seinen jeweiligen Körper würde ich nicht erkennen.« »Er könnte sogar wie ich aussehen.« »Das könnte er allerdings, wie Sie aussehen. Die Möglichkeit besteht, obwohl ich erwarten würde, dass sein Geschmack vielleicht ein wenig besser wäre.« Die Menge lachte zustimmend, während Henchman, der nicht den Eindruck vermitteln wollte, er mache sich über einen harmlosen alten Irren lustig, ergänzte: »Eleganter, Sie verstehen?« Dann sprach er lauter, wurde schneidend und aggressiv. »Doch, es gibt etwas, das Gott nie tun würde. Dieses Multimillion-Dollar-Geschäft dient Gott und seiner Botschaft in mehr als 100 Ländern. Da er weiß, wie teuer Sendezeit ist, denn Gott weiß alles, er ist allwissend, würde Gott nie und nimmer diese wertvolle Sendezeit verschwenden, indem er sie ihrem rechtmäßigen Besitzer wegnähme, ihrem Käufer, dem Reverend Joey Henchman, der rund um die Uhr und auf seinen eigenen Kosten das Wort Gottes verbreitet. Gott wäre besser informiert, besser unterrichtet, habe ich recht?« Die Reaktion war ein lautes, zustimmendes Gebrüll mit den üblichen Rufen. »Amen! Wer sind denn dahin, wo du hergekommen bist?« Sogar dem alten Mann mit seinen überragenden akustischen Fähigkeiten gelang es nicht, sich in der steigenden Flut gerechter Empörung verständlich zu machen. Hilflos stand er da, während ein paar Ordner ihn von der Bühne zu zerren versuchten. Die gut geführten Kameras zeigten nicht ihn, sondern lieber Joey Henchmans nickende Zufriedenheit darüber, dass er so kurz und bündig und gut eine religiöse Lehre erteilt hatte, oder die aufgebrachte Menge, die sich offenbar kaum noch unter Kontrolle hatte. Etwas Dramatisches war erforderlich, um die Initiative zurückzugewinnen. Blitzschnell war Mr. Smith aufgesprungen und raste auf die Bühne.
Bühne. Die Ordner waren zu intensiv mit dem alten Mann beschäftigt, um so schnell zu reagieren, wie erwartet wurde. Doch trotz wilden Schreiens und Gestikulierens konnte Mr. Smith die Mauer aus Lärm auch nicht leichter durchdringen als der alte Mann. Er ging vorübergehend in Flammen auf. Die Zuschauer kreischten verängstigt. Es folgte eine fassungslose Stille, während die Leute sich fragten, ob sie tatsächlich gesehen hatten, was sie zu sehen glaubten, oder ob ihre kollektive Fantasie ihnen einen üblen Streich spielte. »Joey Henchman, du bist ein Lügner und Betrüger, und ich kann's beweisen!« Der Reverend war wieder einmal schweißbedeckt, was aber nicht auf körperliche Anstrengung zurückzuführen war. »Na los, beweisen Sie's!« sagte er leichtsinnigerweise und leckte sich über die Lippen. »Erinnerst du dich an mich?« rief Mr. Smith. »Von vorne?« Er drehte sich um 90 Grad. »Profil?« »Nicht, dass ich wüsste«, sagte Henchman gefasst. »Und doch behauptest du mich sehr gut zu kennen. Du hast gelogen. Du hast mich mit Miss Linda Capucci in Verbindung gebracht. Ich hatte nie das Vergnügen, die junge Dame kennenzulernen. Die nächste Lüge. Oh, sagtest du, könntest dich an meine physische Gegenwart erinnern und dass ich nicht in der Kirche sei, obwohl ich in der ersten Reihe saß, direkt vor deiner Nase. Die dritte Lüge.« »Okay, okay, nicht verraten. Lassen Sie mich raten, Sie sind Satan«, sagte Henchman völlig unbeeindruckt, ja sogar spöttisch. Bevor Mr. Smith Zeit fand, diese nicht unbegründete Vermutung zu bestätigen, wandte sich Henchman an die Versammlung, seine große Verbündete. »Ist das nicht toll?« Eine rhetorische Frage. »Der Teufel kommt Gott zu Hilfe. Ist das nicht eine wüste Vorstellung?« Beide sind auf derselben Seite und versuchen Joey Henchman und an dem Wort des allmächtigen, geweihtes Multimillion-Dollar-Unternehmen zum Deppen zu machen? Das Gelächter schwoll an und wurde zu Jubel. Das wär's, Leute. Es ist wieder Zeit für eine Empfehlung unseres Sponsors. Und ich denke, ich habe euch gezeigt, wie man mit falschen Propheten und Leuten umgeht, die die Heilige Schrift für ihre eigenen trüben und finsteren Zwecke verdrehen. Es gab starken Beifall. Joey Henchman und sein elektronisches Verstärkersystem hatten gewonnen. Mr. Smith und der alte Mann, von allen Seiten bedroht, nahmen sich bei der Hand. Verzweifelt bewegte Mr. Smith seine andere Hand und das Gebäude stand in Flammen. »Sei kein Narr«, rief der alte Mann und löschte die Feuersbrunst. Wieder ertönte ein kollektiver Aufschrei, gefolgt von Stille. »Ich lasse mir nicht sagen, dass ich nicht aufrichtig bin«, brüllte Mr. Smith, und hinter der Versammlung brach ein Feuer aus. »Ich verbiete dir das«, rief der alte Mann und löschte es wieder. »Lass mich in Ruhe«, jammerte Mr. Smith und setzte sich wieder selbst in Brand. Der alte Mann pustete, und die Flammen erstarben. »Ich bin mein eigener Herr«, brüllte Mr. Smith. »Lass mich vernichten, was vernichtet gehört, den Tempel Mammons.« »Ich werde nicht zulassen, dass du vor meinen Augen meine Arbeit erledigst«, fauchte der alte Mann. »Hinter meinem Rücken magst du ja tun, was du willst. Sogar beten sollte dich die Nostalgie übermannen.« »Keiner rührt sich!« Eine weitere Stimme hatte sich in den Streit eingeschaltet. Ein Mann mit Panama-Hut stand am Eingang, eine Karte in einer und eine Pistole in der anderen Hand. »Smith und Gottfried«, rief er laut. Der alte Mann und Mr. Smith blinzelten, reagierten aber nicht. »Gardner, Green, FBI, Little Rock, Arkansas, Sie sind wegen Falschmünzerei verhaftet. Werfen Sie jede eventuell in Ihrem Besitz befindliche Waffe vor sich auf den Boden.« Mr. Smith zitterte. »Was machen wir jetzt?« »Nimm meine Hand und leere deinen Geist.« »Wovon?« »Von allem.« »Geredet wird nicht«, befahl der FBI-Beamte und kam näher. »Und versuchen Sie nicht zu verschwinden.« »Wohin wollen wir?« rief Mr. Smith auf einen menschenleeren Berggipfel in Arizona. Und damit verschwanden sie. Es gab ein erstauntes Aufseufzen, aber die Werbung hatte gerade begonnen, so dass den Fernsehzuschauern das eigentliche Verschwinden erspart blieb. Der FBI-Mann drehte sich rasch um und wandte der Gemeinde das Gesicht zu. Jemand reichte ihm ein Mikrofon. »Okay, kein Grund zur Panik. Was Sie soeben erlebt haben, ist absolut normal und allen Erforschern außersinnlichen Wahrnehmungen und anderer physischer Phänomene wohlbekannt. Diese Burschen unbekannter Herkunft entkamen erst vor ein paar Tagen dem Gewahrsam in Washington, D.C. Sie werden als nicht verurteilte Kleinkriminelle geführt und es gibt keinerlei Anzeichen für Gewalttätigkeiten ihrerseits. Viel Vergnügen noch. Und alles Übrige überlassen Sie dem FBI, eine jener Institutionen, die dieses Land so großartig machen.« Es wurde geklatscht, und der FBI-Mann verließ den Ort des Geschehens, seine Waffe in ihr Halfter zurücksteckend. Die Heilungen verliefen so gut wie immer. Inkontinenz, Asthma, Blindheit, Hämorrhoiden und AIDS gehörten zu den Heimsuchungen, deren sich Reverend Henchman mit alttestamentarischer Direktheit annahm, wobei die verbleibenden 30 Sekunden der Sendung auf den letzten Fall, den mit AIDS, entfielen. Das Opfer behauptete, sich viel besser zu fühlen, nachdem es mit ein paar gegen Satan gerichteten beleidigenden Worten eins über den Schädel bekommen hatte. Erst als die Sendezeit abgelaufen war und man Reverend Henchman abschminkte, wurde langsam die ganze Bedeutung des soeben Geschehenen klar. Gardner Green, der FBI-Beamte aus Little Rock, saß auf einem Hocker und schlürfte einen trockenen Martini mit einem Spritzer Zitrone, so wie er ihn am liebsten trank, von Joey Henchman persönlich gemixt. Der Reverend brauchte Verbündete, Leute, mit denen er reden konnte.
In sehr schwierigen Momenten hatte er sich äußerst mutig und professionell verhalten, doch jetzt war ihm die Lage wohl ein wenig außer Kontrolle geraten. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Viele Anrufer lobten Reverend Henchman, doch manche sagten auch, was, wenn es wirklich Gott und wirklich der Teufel gewesen seien. Andere hatten tatsächlich positive Schwingungen verspürt, als der alte Mann auf Sendung gewesen war. Negative Schwingungen, als Mr. Smith in Flammen gestanden hatte. Die großen Fernsehsender wollten bereits die Rechte erwerben, um das Material in ihren Abendnachrichten zu senden. Gardner Green war ziemlich erleichtert, dass die Story, wie er es formulierte, publik geworden war. »Ein harter Brocken«, sinnierte er, als er seinen Drink herumschwappen ließ und zusah, wie die Olive im Glas hüpfte. »Sehen Sie, diese beiden Alten haben es drauf, zu verschwinden und in Sekundenschnelle anderswo wieder aufzutauchen. Und mit anderswo meine ich 2000-3000 Kilometer entfernt. Laut Geschäftsführer eines Hotels in Manhattan hörte das Zimmermädchen noch um 16:30 den Fernseher, als ihre Runden drehte. Um 17:05 kam sie wieder dort vorbei. Das war die letzte Gelegenheit für sie, vor ihrem Feierabend das Zimmer zu machen. Und sie fand es verlassen vor, 2 Koffer, ungeöffnet, beide leer, die Betten waren nachts unberührt geblieben. Also das Interessante daran ist, dass sie bei ihrer Runde um 16:30, also um 16:30 Uhr, ganz deutlich beide Stimmen hörte. Die zwei sahen sich ihre Sendung an. Tja, das stimmt. Nach unserer Zeit wäre das 14:30 Uhr, Mountain Time. Genau, dann sind wir dran. Da hatte ich wohl gerade angefangen. Stimmt. Irgendetwas an ihrer Sendung muss bewirkt haben, dass sie zwischen 16:30 und 17:05 aufgebrochen sind. Können Sie sich vorstellen, was sie genügend aufgeregt haben könnte, um in ein paar Sekunden die Strecke zwischen New York und Henchman City zurückzulegen? Joey Henchman lachte, während die hübsche Maskenbildnerin ein Entspannungsgel auf sein Gesicht auftrug. Nun, zuallererst möchte ich feststellen, nichts auf Gottes Erden kann bewirken, dass sie so schnell reisen. Weil sie es nicht können, selbst wenn sie es versuchen würden. Genau, genau. Nein, um Ihre Frage zu beantworten. Keine Ahnung, was Ihre Entscheidung bewirkt haben könnte. Ich begann mit meiner Wochenpredigt. Die halte ich einmal in der Woche, sonst bin ich abends dran. Joey Henchman's Hour of Many Colors. Das weiß ich, sagte Green. Sehen Sie sich meine Sendung an? Strahlte der Reverend. Nicht, wenn was anderes läuft. Henchman war ob dieses unerwartet feindseligen Untertons zunächst verunsichert, tat aber so, als hätte Green ja gesagt. Nein, ich begann die Predigt mit meiner kurzen Schilderung meines Erlebnisses, als Satan mich besuchte und erwähnte beiläufig die zahlreichen Gerüchte über, Sie wissen schon, Linda Cappucci. Es ist nicht gerade vorteilhaft, wenn man beim Weglaufen beobachtet wird. Nicht von diesem Pöbel. Welcher Pöbel? Die gottverdammte Presse. Halligalli in Henchman City. Spaß und Frohsinn im Oben ohne Tempel. Joey macht seine Hausaufgaben hinter dem Rücken der Lehrerin. Sie kennen die Schlagzeilen. Nein. Joey Henchman wollte es nicht glauben. Die müssen Sie gelesen haben. Nein. Warum nicht? Hat mich wohl einfach nicht interessiert. Genügt das? Henchman ging wacker wieder zum Angriff über. Die Cappucci ist ein ganz schlimmes Mädchen. Das können Sie mir glauben. Für die zählt nur eins. Geld, Geld, in jeder Form. Und dafür gibt sie alles her. Körper, Seele, ganz egal. Klingt nach der idealen Begleiterin für Sie. Da müssen ja eine Menge unausgesprochene Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden bestehen. Zum Sprechen waren Sie wohl zu beschäftigt. Joey Henchman schob das Mädchen beiseite und richtete sich kerzengerade in seinem Schminkstuhl auf. Erbost. Auf wessen Seite sind Sie eigentlich? Ich? Ich arbeite für das FBI. Damit bin ich wohl auf Seiten der Gerechtigkeit, wenn ich Glück habe. Aber ich verrate Ihnen eins. Contrant B. Harrison, der alte Gunner Harrison, ist ein Fan von Ihnen. Verpasst nie eine Joey Henchman Show, falls er nicht im Dienst ist, natürlich. Er hat Ihre Konfrontation mit diesem alten Burschen mitbekommen. Sie wissen schon, Gottfried. Und besaß die Geistesgegenwart, unser Büro in Little Rock anzurufen. Und ich war gerade in meinem Wagen unterwegs, nicht weit von hier, und konnte sofort herkommen. Tja, und unterwegs bekam ich zusätzliche Informationen über mein Autotelefon. Na, das muss ich dem FBI lassen. Sie arbeiten wirklich schnell. Woher wussten Sie, in welchem Hotel Sie ihn finden würden? Sie riefen uns an. Wir haben seit fast einer Woche eine ziemlich gute Phantomzeichnung von dem dicken Alten draußen an alle Hotels ausgegeben, und in diesem Hotel erkannte man sie nach ihrem Verschwinden. Prima. Aber sagen Sie, Henchman wurde vertraulich und vermittelte den Eindruck, jemand zu sein, der Vertrauen verdiente. Sagen Sie mal, es sind doch bloß Geldfälscher, kleine Fische, stimmt's? Was die kleinen Fische betrifft, da weiß ich nicht Bescheid. Aber der Haftbefehl wurde wegen Falschmünzerei ausgestellt. Warum gibt's keine Phantomzeichnung von dem dürren Burschen? Er verändert ständig seine Identität. Er ist eine Art Künstler, dann ein japanischer Geschäftsmann und jetzt ein Schwuler aus dem Village. Lässt sich nicht leicht festlegen. Aber für wen halten Sie die beiden? Ich? Ich bin unwichtig. Ich bin bloß ein Glied in der Kommandokette. Meine einzige Pflicht bestand darin, hierher zu kommen. Sie, wenn möglich, anhand der mir zur Verfügung stehenden Informationen zu verhaften und eine Panik zu verhindern.
Als die Sendung zu Ende ging, während der Glaubensheilung, konnte ich unsere Leute in Phoenix anrufen und sie werden mit Jeep, Hubschrauber oder zu Fuß jeden Berggipfel in Arizona absuchen und versuchen, da Erfolg zu haben, wo ich gescheitert bin. Aber ich muss es unbedingt wissen. Die Gründe liegen auf der Hand. Für wen hält das FBI die beiden? Green nahm genüsslich ein wenig Martini in den Mund und schluckte ihn mit einem zufriedenen Seufzer. Zurzeit gibt es zwei Theorien, sagte er. Sobald die beiden erst widerlegt werden, stellt man zweifellos andere auf. Die erste, aufgestellt von General Anzeiger, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs. Er glaubt noch mehr an Außerirdische als an die Sowjetunion. Seiner Meinung nach testen Kundschafter aus dem Weltraum unsere Verteidigung. Einen bodenständigen Burschen wie dem Sicherheitsberater unseres Präsidenten, Pat Gonzales. Natürlich ein Zivilist. Er scheint das ein wenig romantisch. Er glaubt ein bisschen mehr an die Sowjetunion als an winzige Marzipanmännchen vom Planeten Blemblem. Seiner Ansicht nach probieren die Sowjets, nicht die Außerirdischen, etwas Neues aus, das bereits unter einem Codewort namens Eisel läuft, was sich wie eine weitere dieser überflüssigen Vertragsorganisationen anhört. Individual Supersonic Location Exchange, individueller Ortswechsel in Überschallgeschwindigkeit. Ich persönlich halte das für die Sorte juveniler Theorien, wie sie permanent von hohen Persönlichkeiten aufgestellt werden, die nicht als altmodisch gelten möchten. Was ist es Ihrer Meinung nach? Sie haben noch nichts gesagt, außer, dass es nicht Ihre Sache ist, Theorien aufzustellen. Genau. Du lieber Himmel, wie bescheiden kann man noch sein? Nirgendwo im Buch der Bücher steht, man soll die andere Backe hinhalten, bevor man auch nur einen Schlag auf die Rechte bekommen hat. Wir leben in einer Demokratie, Mann. Sogar der Säufer in der Bowery hat seine Theorie. Green lächelte. Okay, wenn Sie darauf bestehen, sagte er. Meine Theorie sieht so aus, dass die beiden möglicherweise genau das sind, was sie zu sein vorgeben. Gott und Satan. Sie wollen mich nervös machen, das ist alles, rief Henchman. Verschwinden Sie! Wie Sie wünschen. Aber wie mein Chef sagt, was auch immer die Wahrheit sein mag, dieses Ereignis hat Ihre Affäre mit Miss Caputti garantiert aus den Schlagzeilen verdrängt. Henchman sah über seine Wut hinweg und beschäftigte sich kurz mit diesem Gedanken. Glauben Sie wirklich? Ja klar. Wer kümmert sich noch um eine Vaterschaftsklage, wenn das FBI zwei alten Knackern auf der Spur ist, die sich Gott und Teufel nennen, sich schneller fortbewegen können als der schnellste Düsenjet auf Erden und der Verhaftung entgehen, indem sie sich in Luft auflösen? Hey, da können Sie recht haben. Warten Sie, bis ich das Charlene erzähle. Na klar. Plötzlich verschwand das Lächeln aus Henchmans erleichtertem Gesicht. Beten Sie, Mr. Green? Nein, Sir. Sind Sie Christ? Nein, Sir. Sind Sie bereit, wiedergeboren zu werden? Nein, Sir. Joey Henchman schloss die Augen und ein Schluchzen schlich sich in seine Stimme. Ich werde für Sie beten. Ich könnte mir bessere Methoden der Zeitverschwendung vorstellen. Joeys Augen öffneten sich wieder, erstaunt, eine solch distanzierte Einstellung nicht gewohnt. Sie sind Agnostiker, sagte er vorwurfsvoll. Das stimmt. Und doch sind Sie willens zu glauben, dass ein paar Hochstapler tatsächlich das sind, was Sie vorgeben zu sein? Gott der Allmächtige und Satan? Jawohl, Sir. Ist Ihnen jeder Gedanke gekommen, dass ich durchaus bedauern könnte, ein Ungläubiger zu sein? Sie könnten glauben, wenn Sie nur wollten. Henchman trat vor und versuchte, Greens Hände zu ergreifen. Green trat den Rückzug an und wich ihm aus, sein leeres Cocktailglas ausgestreckt, das Joey ihm im Reflex abnahm. Nein, Sir. Weder könnte ich glauben, noch möchte ich es unter den herrschenden Umständen. Meine Arbeit hat mir gezeigt, dass einige der schlimmsten Gauner in diesem Land die sind, die ihren Glauben vermarkten. Ihren Glauben vermarkten? Wiederholte Henchman ungläubig. Ja, in über 100 Ländern. Ist das nicht die Formel? Tja, auch wenn aus meiner Wiedergeburt nichts wird. Danke für den Martini. Er war göttlich?